Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von der lieben Tamara und die schreibt natürlich auch eine E-Mail dazu. Nämlich schreibt sie: Lieber Dandy, zuallererst möchte ich dir gerne sagen, dass ich deine Videos zum Thema Planet Zoo sehr gerne schaue und besonders gespannt darauf bin, mir die ganzen Zoos anzusehen, die du in der Rubrik Ich bewerte eure Zoos vorstellst. Darum würde ich mich sehr freuen, ein Teil dieser Reihe zu sein. Ich möchte dir gerne meinen Waldzoo vorstellen, den ich extra für dieses Format gebaut habe. Ich habe viel mit Höhenunterschieden und Steinen gearbeitet, einige der Gebäude sind allerdings aus dem Workshop. Ans Bauen traue ich mich noch nicht so recht heran. Ich hoffe, du hast trotzdem viel Spaß daran, mein Zoo zu bewerten und die Zuschauer haben Spaß, dir dabei zuzusehen. Über Kritik und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen. Ganz liebe Grüße, Tamara. Vielen Dank, liebe Tamara, fürs Einsenden von deinem Zoo. Dein Zoo heißt übrigens, zumindest laut dem Safe Game, Zootamia, ein sehr schöner Name, wie ich finde. Und genau den werden wir jetzt besichtigen, aber vorher teile ich euch nochmal mit, bei welchem Stand wir momentan sind. Diese E-Mail oder dieser Zoo, der wurde mir am 28.11. eingesendet. Das heißt, es ist schon ein bisschen her, nur damit ihr wisst, wenn ihr jetzt einen Zoo einsendet, müsst ihr halt so ein bisschen Wartezeit mitbringen. Also ich werde die immer alle der Reihe nach halt besuchen. Und ja, wenn ihr den jetzt einsendet, dann müsst ihr halt ein bisschen Zeit mitbringen, bis euer Zoo rankommt, weil halt schon relativ viele Leute was eingesendet haben. Aber ich freue mich dennoch immer über neue Einsendungen auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, ab in den Zoo, Zootamia. Und da sind wir im Zoo von der guten Tamara angekommen. Wir starten diesmal auf der anderen Seite. Ja, ganz ungewohnt, sonst starte ich immer da drüben. Aber ja, macht ja keinen Unterschied. Ich würde sagen, wir starten direkt, wir gehen direkt rein. Oh, das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus. Wir werden direkt von einem Wasserfall begrüßt. Wasserfälle sind natürlich immer optisch sehr, sehr schön. Oh, da gehen wir mal näher ran. Das ist cool, das gefällt mir. So, du hast sogar hier Lampen eingebaut, oder? Sind die da normal? Glaub nicht, ich weiß es aber gerade ehrlich gesagt nicht. Meine aber nicht. Ich glaube, du hast die Beleuchtung eingebaut. Sehr cool. Da gehen wir mal rein. Ich weiß gar nicht, ob du die Besucher an- oder aus hast. Sieht gerade so ein bisschen so aus, als hättest du sie aus- oder deaktiviert. Aber finde ich auch eigentlich immer besser, weil dann die FPS besser sind und es ist nichts im Weg. Ja, das habe ich doch letztes Mal auch schon hier gesehen. Warte mal. Das ist doch aber nicht vorgefertigt hier, oder? Das habe ich aber in irgendeinem Zoo auch schon mal genauso gesehen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ja, ist auch egal. Wir gehen mal jetzt hier auf diesen wunderschönen Platz zu. Oh, wie nice das aussieht. Du hast ja geschrieben, einige Sachen sind aus dem Workshop. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas aus dem Workshop kommt, aber es sieht wirklich, wirklich gut aus. Richtig cool. Auch, dass hier so dieser Nebel ist, das finde ich ja mega. Ich meine, wenn man näher rangeht, ist er weg, aber das wirkt schon sehr atmosphärisch, wenn man vom Weiten guckt, ne? Dieser leichte Nebel sieht richtig, richtig schön. Und auch das Wassergeplätscher hier. Oh, ist das toll. Das ist ein toller Begrüßungsplatz hier. Geil, wie cool. Guckt euch die Idee an. Oh, nice. Das finde ich sehr, sehr gut. Richtig schönes Ding. Also, falls du es selber gebaut hast, richtig cool geworden. Weil es aus dem Workshop kommt, auch trotzdem cool. Oh, jetzt auch Musik. Richtig nice, auch hier abgestützt mit diesen Säulen. Und dann der Löwe hier unter. Sowas liebe ich ja. Das ist echt ein tolles Ding geworden. Nice, I like it. Sieht cool aus. Aber auch der Platz an sich mega cool. Ich meine, hier hinter musst du wahrscheinlich dann auch noch bauen. Man kann hier halt noch durch die Lücken gucken. Aber ja, die meisten Zoos, die einsendet, die sind halt noch nicht fertig. Sowas kann man nicht als Kritik sehen. Es macht auch gar nichts, wenn hier Sachen teilweise noch ein bisschen leer wirken. Auch schön da oben. Hier ist dieses Ding. Das ist ja auch dieses fertige Ding, glaube ich. Und ist so ein bisschen... auch ein bisschen Klippenarbeit gemacht. Sehr cool. Ah, hier geht es sogar schon hoch mit dem Mitarbeiterweg. Ich mache ja sowas eigentlich nicht, aber... ja, komm. Einmal gucken. Okay. War nur ein kleiner Sneak Peek. Mitarbeiterwege sind eigentlich für uns so tabu. Ja. Auch hier. Wunderschön diese... rosanen Bäume ganz viel verwendet. Die sind richtig nice. Wie heißen die nochmal? Kirschblütenbaum, genau. So, und dann geht's hier schon zum ersten Gehege quasi. Oh, wie cool. Es gibt sogar so ein Schild dafür, das wusste ich gar nicht. Hier sind auf jeden Fall chinesische Schuppentiere drin. Du hast, glaube ich, einen asiatischen Zoo gebaut, ne? Aber hast du nicht geschrieben, dass er Waldzoo ist? Ein Waldzoo? Ich glaube schon. Einen asiatischen Waldzoo anscheinend. Oder das ist einfach der asiatische Bereich. Aber wir gehen mal hier rein. Da kenne ich nichts, so wie er. Er geht auch rein. Ja, tolle Tierchen. Gerade für so einen Zoo-Eingang. Kann man nie was mit verkehrt machen. Guck mal, wie klein das ist. Oh mein Gott, das ist einfach winzig. Ein Baby. So klein, so süß. Na, tolle Tierchen. Das ist nochmal ein Wasserfall.
Ja, Wasserfall, ja, den kann man noch ein bisschen schöner gestalten, glaube ich. Wenn du noch so ein paar Zwischenklippen und sowas machst, sieht immer ein bisschen besser aus. Der plätschert mir auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also hier oben. Und du musst, ich glaube, du musst einfach die Düsen, man sieht die hier auch. Ich glaube, die solltest du einfach ein bisschen weiter runter machen. Dann ist das Plätschern nicht mehr ganz so hoch. Ich glaube, dann wird das schon besser aussehen. Aber ich bin immer großer Fan davon, wenn hier irgendwie noch was Interessantes mit drin ist. Also es ist ja an sich nicht verkehrt, einfach so einen straighten Wasserfall zu bauen. Aber ich finde, es sieht immer schöner aus, wenn der Wasserverlauf noch ein bisschen interessanter von so einem Wasserfall ist. Ansonsten sehr schön gemacht hier auch mit der Klippenarbeit. Das sieht nice aus. Gefällt mir sehr gut. Aber wie hast du das denn gemacht? Die Dinger hier sind voll abgerundet. Wie macht man das denn? Cool, das habe ich ja noch nie gesehen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man das macht. Okay, das habe ich noch nie gesehen. Das finde ich sehr cool und sehr interessant. Sieht nice aus. Ja, schönes Gehege. Also auch ausreichend Platz für die Tierchen. Und diese Kirschblütenbäume überall. Sehr, sehr nice. Tolles Gehege. Und wir gehen mal links lang. Links sieht so aus, als wenn du da noch nicht so weit gekommen bist. Deswegen gucken wir erstmal danach. Ist voll die Liegebänke. Guckt euch die mal an. Dann, wenn man sich da raufsetzt, dann liegt man eher, als dass man sitzt. Ja, hier sieht noch natürlich alles sehr, sehr nackt aus. Aber ich denke mal, da bist du einfach noch nicht zugekommen zum Gestalten. Aber auch da hast du wieder einen sehr, sehr schönen Springbrunnen gebaut. In der Mitte von so einem riesigen Gewässer. Finde ich cool. Coole Idee. Und dann ist hier so ein schöner Platz, wo man langlaufen kann. Und ja, viele Bänke und sowas, wo sich die Leute ausruhen können. Ich denke mal später, wenn das hier fertig ist, dann wird das sehr, sehr idyllisch werden. Fällt mir. Ist alles schön bepflanzt. Viele Bäume. Und hier geht es an ein Gebäude. Oh, wie schön. Ich weiß jetzt nicht, ob du das selber gebaut hast. Oh, das sieht aber so aus. Weil du meintest ja, du hast dich noch nicht so rangetraut da. Sieht aber so aus, als hättest du es selber gebaut, weil du hast halt einmal so ein, ja, so eine Querstrebe quasi durchgebaut und die hast du dann einmal reihum kopiert, so wie man es macht beim Bauen. Denk mal, wenn es aus dem Workshop wäre, wären die ganzen Teile hier nicht einzeln. Also ich gehe mal davon aus, du hast hier so einen wunderschönen Dom gebaut. Den finde ich optisch sehr ansprechend, muss ich sagen. Sieht cool aus. Tolles Design hier mit diesen, ich weiß gar nicht, was für Material ist, sieht aber richtig cool aus. Nice gemacht, auch hier unten mit den Deko-Elementen, gefällt mir. Falls du es selbst gebaut hast, richtig cool. Ja, die Bäume schimmern hier natürlich so leicht durch. Da musst du vielleicht nochmal ein bisschen bei. Das sieht immer nicht ganz so nice aus. Aber an sich finde ich es gar nicht schlecht, dass das hier ja, bepflanzt ist. Vielleicht kannst du ja hier in der Wand sogar einfach dieses Moos machen, was immer an Wänden wächst. Ich glaube, das wird gar nicht schlecht aussehen, wenn du das teilweise hier an der Gebäudewand hast. So, jetzt sind wir in dem Dom. Sieht auch schon mal schön aus hier mit den Palmen. Gefällt mir. Auch hier in der Mitte. Was ich dir hier noch als Tipp geben kann, Bordsteine einfach vielleicht mit Felsen oder so abdecken. Das kann man immer ganz gut machen, dass man hier drum Reihe um Felsen oder Baumstämme oder irgendwas baut, je nachdem, welches Material du haben willst. Sieht immer ein bisschen besser aus als diese original Bordsteine. Ja, ich sehe schon, hier hast du alles bepflanzt, schön. So ein richtiges Tropenhaus, so ein bisschen. Aber auch so ein bisschen Indian-Style hier. Nicht schlecht. Wie sieht das voll cool aus hier, oder? Der Dom, wenn man hier so guckt. Sieht schon geil aus mit der Sonne. Gefällt mir. Was haben wir denn hier drin? Oh, hier ist er direkt. Das ist eine Anaconda, ich glaube schon, ne? Ja, gelbe Anaconda. Ist auch ein riesiges Ding, ne? Die snackt mich so weg am Ganzen. So, was haben wir hier? Ah! Lol, ich habe ihn erst gar nicht gesehen. Grüner Leguan ist das, ne? Die Dinger sind cool, ne? So ein Ding hätte ich früher gerne als Haustier gehabt. Aber die werden mega groß, glaube ich, Leguane. Das sieht cool aus hier. Schön gestaltet. Was haben wir denn hier? Sonne blendet. Wir gehen einfach mal rein. Oh, was bist du denn? Ein Tigerbaby. Oh, wie süß der schreit. Oh, ist ja putzig. Guckt euch mal die süßen Pranken an. Der hat voll große Pranken. Wie er läuft. Oh, geil. Sehr süß. Coole Idee. Du hast halt so ein halbes Indoor-Gehege gebaut hier aus dem Dom. Nicht mega cool, so ein Indoor-Gehege und dann geht's hier noch nach draußen. Boah, haben die viel Platz, die Tiger. Da hast du den aber gegönnt, ey. Holy moly. Oh, hier geht's leider rein. Ey, die haben ja mega großes Gehege, oder? Okay, das ist heftig. Boah, das sieht cool aus hier, das Ding. Ist wahrscheinlich aus dem Workshop, oder? Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell aus dem Workshop ist, weil es sieht sehr, sehr cool aus. Kann auch sein, dass du es selber gebaut hast. Falls ja, sieht nice aus. Richtig coole Klettergelegenheit. Können denn die Tiger hier so drauf laufen? Ich meine, dass die gut klettern können, das ist klar, aber
Können die wirklich sowas benutzen? Das sieht so ein bisschen eher so nach Affengehege aus, ne? Auch hier so diese Leiter. Oh, Tier jetzt entkommen. Oha. Das geht drunter und drüber in deinem Zoo, läuft. Das sieht aber mega nice aus, auch hier mit dieser Beleuchtung und so. Das finde ich cool. Könnte aber echt gut aus dem Workshop sein, das Ding. Ja, hier sieht es auch noch ein bisschen kahl teilweise aus. Ein bisschen steil hier, das Ufer. Das kannst du auch noch ein bisschen überarbeiten, denke ich. Hier ist nochmal ein Wasserfall. Ja, auch hier würde ich immer gucken mit den Düsen, ne? Man sieht die halt. Wie die noch ein bisschen... Hier, das, guck mal, das hier sind sogar die Düsen, die sozusagen das untere Plätschern simulieren. Die musst du eigentlich noch weiter ins... Also, dass die im Wasser sind, musst du die eigentlich machen. Hast du wahrscheinlich von oben vom Bauen nicht gesehen. Das ist nicht das Problem. Immer sehr schwer zu erkennen. Aber ansonsten eine richtig coole Idee, dass du hier so viel Wasser eingebaut hast. Ah, ich verstehe. Es sollte so ein Flussverlauf werden. Ja, hier ist natürlich auch... Soll wahrscheinlich wirklich so ein Übergang werden, ne? Da musst du wahrscheinlich vorher nochmal hier ein bisschen die Landschaft gestalten und auch hier wieder die Düsen dann, unten in der Erde versenken. Ich gucke mir das nachher mal von oben an. Das kann man hier aus der Besucherperspektive sehr schlecht erkennen und bewerten. Wir gehen mal wieder zurück. Aber man muss echt sagen, du hast den viel Platz gelassen, den Tigers. Ich habe jetzt auch nur das eine Baby gesehen, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir weiter. Ah, hier ist alles noch so ein bisschen kahl und so, bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Und hier hast du wieder diese abgerundeten Dinger gemacht. Hab ich halt echt noch nie gesehen. Ja, das geht. Aber der Dom gefällt mir gut, der sieht cool aus. Hier kann man dann rundum einmal gucken. Also man sieht auf jeden Fall schon, in welche Richtung das gehen soll, aber es sieht alles noch ein bisschen kahl und nackig aus. So. Pantera, Tigris. Ja, was auch immer. Hier sind auf jeden Fall diese Tiger drin. Ja, den Bildschirm solltest du vielleicht auch noch anders platzieren. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich verstehe die Idee dahinter, wolltest du ihn so am Geländer platzieren, aber da gibt es ein paar bessere Möglichkeiten, das zu machen. Sieht dann, denke ich mal, nicer aus. Hier ist sogar so Underwater-Viewing gemacht. Schwimmen die Tiger denn so gerne? Ich dachte mal, Katzen haben Angst vor Wasser. Zumindest die meisten. Ja, ansonsten hier ein paar Seerosen und so. Aber das sieht alles noch ein bisschen kahl aus, also da musst du noch ein bisschen nachgestalten. Das hier ist auch nicht ideal, aber das sind alles so Feinheiten. Oh, da rennt noch ein großer Tiger. Da geht es auch noch in eine riesige Höhle. Dieses Gehege ist echt gigantisch, oh mein Gott. Ja, bei so einem gigantischen Gehege sitzt man natürlich ewig dran, dass man das gut gestaltet hat. Aber die Ideen verstehe ich schon dahinter, dieser Wasserverlauf. Dann hier ist eine riesige Höhle für die Tiger. Also kein Wunder, dass wir die nicht zu Gesicht bekommen. No. Den nehme ich so mit in mein Bett, bis er mich auffrisst. So, gehen wir mal hier gucken. Ja, die Höhle ist auch noch nicht so ganz gestaltet. Aber ich glaube, du hast hier schon ein bisschen was geplant und vor, oder? Sieht zumindest aus wie eine sehr coole Idee hier. Bin ich ja mal gespannt. Kannst deinen Zoo gerne wieder einschicken, wenn du weiter bist. Liebe Tamara. So, hier waren wir gerade alle schon, ne? Ja, nee, hier waren wir noch nicht. Okay. Oh, diese Pflanzen mag ich sehr, sehr gerne. Die sind richtig cool. Muss mal kurz hier was checken, Leute. 10 Uhr. Wir machen mal ein bisschen heller noch. 13 Uhr. Ja, cool. Sehr schön. Oh. Viele Tigerbabys du hast. Oh, die sind so süß. Spielt der gerade mit den Fliegen oder was macht er da? Ja, niedlich. So, weiter geht's. Das ist ja echt ein riesiges Gehege, ne? Ich habe mich auch jetzt, glaube ich, schon verlaufen, wenn ich ehrlich bin. So, hier kommen wir zum nächsten Gebäude. Hier haben wir ein Chief Beef und, glaube ich, noch andere Gebäude, ne? Oh, das ist aus dem Workshop. Sieht man ganz klar eigentlich hier, oder? Ja, wobei? Ja, aber es sieht so fehlplatziert aus. Also ich glaube schon, dass es aus dem Workshop ist. Meistens sind aber die Workshop-Sachen benannt. Daran erkennt man das eigentlich immer ganz gut, aber das ist jetzt hier nicht benannt. Aber ich glaube schon, dass es aus dem Workshop ist. Das sieht so, na, nicht so richtig platziert aus, wenn ich ehrlich bin. Hier auch mit den Wegen und so. Aber cooles Gebäude. Wachs. Geh mal gucken. Hier ist ein bisschen Geplätscher. Oh, das sieht nice aus hier. Da kann man sich echt Inspiration holen, ne? Gut, dass die Bäume hier ineinander flackern, da bin ich nicht so ein großer Fan von. Das kann man ja auch vermeiden. Aber man sieht ganz klar, dass es ein Workshop-Element ist. Guck mal hier. Ist halt immer schwer bei diesen Workshop-Sachen, die Wege vernünftig nachzubauen. Sieht aber cool aus. Bei so Workshop-Sachen kann man sich immer so viel Inspiration holen. Die haben einfach so coole Ideen. Guckt euch das mal an. Was die für Laternen bauen. Ah, oh, ist das cool.
wünschte, ich hätte momentan mehr Zeit. Ich würde auch gerne privat so mehr Planet Zoo spielen. Oh, das Dach sieht auch schön aus. Allgemein das gesamte Gebäude. Aber ich habe einfach momentan nicht die Zeit. Vor allem Jurassic World Evolution ist ja momentan auch mega am Abgehen. Da habe ich auch richtig Lust zu. Deswegen komme ich momentan gar nicht so viel zum selber spielen. Aber wenigstens kann ich eure Zoos bewerten. Das ist ja auch immer schön. Was haben wir denn hier? Hier ist auch nochmal so ein schöner Unterstand. Kommen wir da noch hin? Ach, schade, ich dachte, ich kann hier mal eben drüber laufen. Ja, der Zoo ist echt schon riesig. Ah, hier gibt es Bären. Sind das Grizzlies? Ja, Grizzlybären. Hier, verewige mich jetzt. Dann die. Hey! Okay, hat er nicht übernommen. Ah, dann will ich das Baby sein. So. Dandy. Und verewigt. In deinem Zoo. Da unten bin ich. Oh, was er macht? Er schwebt einfach. Magierbär. Ja, sieht natürlich auch noch sehr kahl hier aus. Da musst du auf jeden Fall noch mehr Klippen und Bepflanzung und sowas machen. Aber man sieht schon die Richtung, wohin das gehen soll. Der Unterstand hier sieht auch ganz cool aus. Ist nicht schlecht. Ich würde hier hinten auch noch alles dicht machen mit Klippen. Wenn man solche Barrieren sieht, das sieht immer nicht so schön aus. Bin ich kein Fan von. Kletterschutz. Können die Bären darüber klettern? Hm. Wusste ich gar nicht, dass Bären so agil sind, was Klettern angeht. Ist das hier auch noch Grizzlybär oder was? Ich glaube, das geht hier unterirdisch lang. Kann das sein? Ich glaube schon. Richtig cool. Ja gut, das mit den Schildern hatten wir gerade schon. Würde ich so jetzt nicht machen. Hier hinten hast du auch wieder einen Wasserfall geplant. Ah, da sieht man auch wieder die Düsen. Da musst du ein bisschen drauf achten. Aber ansonsten ist das schon ganz cool. Hier so die Ränder so mit Holzbalken. Ist jetzt noch nicht ganz perfekt platziert hier, aber die Idee ist sehr, sehr gut. Dass man so die Ränder absteckt mit Holz. Finde ich cool. Hier ist auch ein bisschen Schnee. Oh, ein bisschen Deko und so fehlt alles noch natürlich. Aber man kann das auch nicht immer bemängeln, weil ja, ihr hattet halt noch nicht so viel Zeit, ne? Ich weiß ja, wie lange das dauert, so zu bauen. Du hast überall dieses mit diesen Rundungen gemacht. Das habe ich echt noch nie gesehen. Not bad. Was ist denn hier passiert? Ja gut, kann passieren. Das mit den Schildern gefällt mir echt nicht. Also da musst du wirklich was machen. Du hast halt einfach immer so random hingestellt. Überall einfach so ein Flatscreen zum Mitnehmen. So sieht das fast aus. Wenn die Leute mitnehmen, den Flatscreen. Auch wieder schöne Wasserfälle. Ja, hier musst du auch noch viel mehr Klippenwände machen, wenn du so einen riesigen Berg baust. Aber die Idee ist cool. Also man sieht halt schon echt, in welche Richtung das gehen soll später. Das hier schon mal so echt die Grundrisse gemacht. Aber das wird noch super viel Arbeit werden. Das kann ich dir versprechen. Auf jeden Fall. Ja, wo geht's denn hier lang? What the fuck? Okay. Kommen die überhaupt hier runter, die, Wölfe? Frage. Das sind überall Babys. Das ist so süß. Oh, willst du dein Zoo auch Babyzoo nennen können? Oh Gott, hier falle ich rein. Ich will hier eigentlich rüber. Ach, perfekt. Okay. Ja, hier glitscht das leider auch so ein bisschen ineinander, aber ja, kann man halt lösen, indem man das einmal kurz bewegt ein bisschen. Und der Wasserfall sieht schon ganz gut aus. Ich meine, hier sieht man auch ein bisschen die Düsen, aber der sieht schon vom Geplätscher ein bisschen besser aus. Kann man aber noch ein bisschen was dran machen. Definitiv. Coole Idee aber, dass der hier aus so einer Höhle rauskommt. Vielleicht könnte man auch noch hier einen Weg in diesen Berg reinmachen und dann hier so eine Gallery oder sowas. Vielleicht ist da auch was drin, ne? Ja, echt cool, ne? Hier so mittendrin. Und dann einfach hier so Scheiben einbauen, dass man aufs Gehege gucken kann. Wäre, glaube ich, echt nice. Was ist das? Ich habe was Fliegendes entdeckt. Okay. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich muss wieder da runter, ne? Da, sind wir wieder zurück. Ja, mit dem Weg hier, da ist irgendwas Komisches passiert. Meteoriteneinschlag. Ich habe mich mega verlaufen, glaube ich. Wo bin ich denn jetzt hier? What the fuck? Ich bin echt verwirrt gerade. Der Wasserfall sieht auch nice aus. Cool. Ja, auch hier sieht man leider die Düsen so ein bisschen. Sieht man halt von oben, wenn man den baut, immer sehr, sehr schlecht. Aber wenn man den besichtigt, sieht man das sehr, sehr gut. Und das finde ich immer ein bisschen störend hier. So. Oh, was für ein schönes Haus. Oh mein Gott. Das ist ein schöner Gebäudestyle. Ob du das selbst gebaut hast? Wer weiß. Aber es sieht auf jeden Fall richtig, richtig schön aus. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es ein Workshop ist. Aber kann auch sein, dass du es selber gebaut hast. Ne?
Gucken wir gleich, wenn wir da sind. Aber es sieht richtig cool aus. Ja, das hier ist, glaube ich, auch aus einem Workshop, weil das auch so fehlplatziert ist. Aber du hast ja auch echt schon zugegeben, dass du viele Sachen aus dem Workshop hast, weil du dich nicht so richtig ans Bauen rantraust. Das ist auch gar nicht schlimm, finde ich. Ja, hier ist es auch wieder mit dem Flackern. Ich kann es euch noch einmal zeigen, wie man das behebt. Gerade mal dabei sind. So, man muss eigentlich dann nur die Sachen einmal runter hoch bewegen. Dann sind die auf der, lasst mich nicht lügen, Y-Achse vernünftig und glitschen nicht mehr ineinander. Falsches. Und einmal nach da und da. Und dann sind die auf der, ist das die X? Ich habe keine Ahnung, welche Achse das ist. Aber dann ist das behoben. Jetzt müssen wir das nur noch genau machen. Und dann flackert das an der Stelle hier nicht mehr. So kann man halt das Flackern beheben. Ist zwar viel Arbeit, aber ich finde immer, das lohnt sich, weil ich finde dieses Flackern immer echt nicht so schön. Bin ich kein Fan von. Oh, das Gebäude hast du selber gebaut, glaube ich, ne? Kann das sein? Weiß ich nicht. Sehr interessant, ey, wie hast du das denn hier gemacht? Oder ob das aus dem Workshop ist, weiß ich halt nicht. Aber es sieht interessant aus. Aber hier flackert es auch und ja, sieht sehr kastenförmig aus. Also noch ein paar Elemente ranbauen, dann ist das, glaube ich, ein bisschen interessanter, das Gebäude. Haben wir nochmal Bären. Isabel-Bär. Auch hier sehr kantig. Und Babys. Natürlich hast du Babys hier. Ja, Mann, du hast aber schon echt gute Ideen. Also man sieht echt, wo es hingehen soll. Du musst das alles nur noch ein bisschen mehr verkleiden. Und hier geht es sogar hoch mit einer Rampe. Ideen sind da, aber die Zeit wahrscheinlich noch nicht, um diese umzusetzen. Es wird echt, glaube ich, echt mal schön werden hier. Das Gewässer. Oh, dieser Gebäudestyle, der gefällt mir richtig gut. Ich glaube, den muss ich mir mal abgucken. Das sieht richtig nice aus, oder? Also, es könnte sogar sein, dass du das selbst gebaut hast, aber es sieht schon sehr insane aus. Wer weiß. Falls du es selbst gebaut hast, Respekt. Falls es aus einem Workshop ist, auch Respekt. Sieht nice aus. Also gefällt mir sehr, sehr gut hier dieser Holzstyle. Richtig schön. Vielleicht kann ich mir das mal abgucken oder so. Boah, das ist nice. Ich liebe das, dass man immer so Inspiration kriegt hier. Oh, so ein paar Blumenbeete mit Statuen. Sieht auch schön aus. Boah, die hat richtig Bock. So sehe ich auch aus, wenn ich arbeite. Genau so laufe ich rum. Highly motivated. Ich glaube, das ist ein fertiges Toilettenhaus. Hier geht es nochmal hoch. Gehe, glaube ich, gleich mal in die Außenperspektive, weil ich habe mich mega verlaufen. Absolut keinen blassen Schimmer, wo ich bin. Ist auch voll weitläufig hier. Schneeleoparden. Ach, wie schön. Das ist auch ein Baby, oder? Ist das ein Baby? Nee, ausgewachsen. Oh, wie klein ist denn der? Okay, das wusste ich nicht, dass die so klein sind. Die wirken irgendwie gerade voll klein, ne? Oh, die sind auch so beautiful. Vor allem, wie lang dieser Schweif einfach ist und wie schön der aussieht, ne? Tolle Tiere. Aber wenn ich so die Zoos besichtige, kriege ich auch mal Lust zu spielen. Hätte ich mal mehr Zeit. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit gibt es leider viel zu tun. Aber wir sind natürlich der Retter in Not. Kein Problem. Befreit. So, ja, hier kann man natürlich auch noch mal ein bisschen beigehen. Aber das ist jetzt im Prinzip nichts, was die Besucher unbedingt zu Gesicht bekommen hier. Den kann ich schon verstehen, dass da nicht so viel. Ja, wobei, man kann das schon erkennen von hier. So. Boah, du hast halt echt weitläufig gebaut. Das ist halt echt krass, ne? Man muss sich halt immer entscheiden, ob man schnell vorankommen will, viele Tiere, viele Gehege oder halt wenig Gehege und dafür schon schön bauen. Okay, hier hast du nochmal dieses Gebäude stehen. Das sieht echt nice aus. Bin ich großer Fan von. Oh, Leute, wir gehen mal in die Ostperspektive. Ich habe mich mega verlaufen. Sorry. So, checken wir das mal ab. Also hier waren wir vorhin, der Platz. Richtig schöner Platz hier. Das geht auch in eine coole Richtung. Cooler Dom. Das riesige Tigergehege. Guckt euch das mal an. Oh, also da lässt es sich gut leben, glaube ich. Nicht schlecht. Sieht schon von oben cool aus, ne? Also das kann mal richtig nice werden, wenn du das hier alles irgendwann verziert haben solltest. Aber ich glaube, da müssen noch viele, viele Stunden Arbeit reinfließen. Definitiv. So, hier oben waren wir gerade auch. Also dieses Gebäude hat es mir echt angetan. Das ist mega nice. Was war das? War das Schnee? Nee, wo sind wir denn hier? Waren wir hier schon? Nee, hier waren wir nicht, oder? So,
das nicht dieser Schwarzbär, der Kleine? Auch ein schönes Gehege. Schön bepflanzt. Ich mag ja diese bunten Bäume sehr gerne. Auch eine coole Idee. Können die denn hier hochklettern? Sieht aus als ein cooles Klettergerüst. Gefällt mir. So, das sind diese schwarzen Bären, ne? Wer sind die denn noch? Ach ja, taiwanischer Schwarzbär, genau. Auch hier ein Baby. Oh. Babys, überall Babys. Oh, er schläft. So klein und putzig. Der Babyzoo. So, das hier sind Mitarbeitergebäude. What the? Wie das aussieht, oh mein Gott. Und hier unten gehen auch noch Wege lang. Okay, ich glaube, du hast dir noch viel Arbeit vorgenommen. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert hier? Das erinnert mich an diese, kennt ihr diese Ameisendinger, die man dann von der Seite beobachten kann, diese Ameisenbaue? Daran erinnert mich das gerade so, als wenn hier so eine Glasscheibe vor ist. Richtig cool. Ja, hier hast du natürlich auch viele Felsen kopiert und so. Ich mache das ja auch immer so, ich arbeite auch immer grob vor mit diesen Felsen, aber das muss man dann wirklich noch nacharbeiten. Ich glaube, du hast halt echt erstmal angefangen, so ein bisschen die Grundrisse abzustecken. Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt schon waren und wo nicht, ey. Falls ich irgendwas Wichtiges übersehe, tut es mir sehr, sehr leid. Aber es ist halt echt sehr verworren hier schon. Also es gibt viele Wege. Und du scheinst Bären zu lieben. Isabel, wer waren wir jetzt hier schon? Ja, stimmt, hier waren wir schon, ne? Hä? Wo bin ich denn lang gegangen? Hier war ich auch. Ich glaube, hier muss ich noch lang, ne? Hier waren wir noch nicht. Okay. Hier hast du auf jeden Fall dich schon mal mehr ausgetobt mit Felsen. Das sieht man. Noch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt. Sehr cool hier, dass man hier hochklettern kann und dann hier so einen Palast quasi hat. Coole Idee. Und das sind dann solche einzelnen Gebäude, wo man rein kann als Äffchen. Ja, sehr, sehr witzige Idee. Was ich nicht so schön finde, ist dieses Glas hier. Sieht sehr erschlagend aus, weil das so hoch ist. Ich weiß nicht, ob es da nicht besser gewesen wäre, hättest du es ein bisschen niedriger gemacht. Ich glaube, das wird besser aussehen. Aber dadurch wirkt das halt immer so kastenförmig, finde ich. Wenn man so hohe Barrieren baut. Was haben wir denn hier drin? Das sind doch hier diese... Habe ich doch letztens erst gebaut. Ja, Japan-Makak, genau. Auch süße Tierchen, ne? Gleicher Arsch wie Gesicht. Okay. Sehr schön. Ah, da wühlen sie im Schlamm. Ja, viel Spaß, kleine Äffchen. Wir gucken weiter. So. War ich gerade schon? Nee, war ich allgemein noch nicht, ne? Ah, ich verstehe. Okay. Wir sind ja hier abgebogen. Du hast also schon quasi so einen Rundlauf gemacht. Hier geht's... Ah, hier, guck mal. Hier hast du nämlich so ein Ding gebaut, was ein bisschen nicer aussieht. Also so finde ich das schon um einiges schöner mit dem Bildschirm platziert. Bin ich sowieso großer Fan von, wenn man das, ja, so schräg platziert, diese Monitore. Sieht cool aus. Hast du, glaube ich, auch selbst gebaut. Kann ich mir gut vorstellen. Kann auch aus dem Workshop sein, wer weiß. Aber das Ding ist, glaube ich, aus dem Workshop. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Aber du hast ja auch noch ein paar Deko-Elemente selbst platziert, so wie es aussieht. Und das sieht sehr schön aus hier. Gut, das Boot ist ein bisschen hier rein platziert. Aber coole Idee, hier noch so ein paar eigene Sachen mit einzubauen. Okay, das ist auch nicht so ideal. Hm. Auch coole Idee, über den Bänken nochmal so ein quasi Dach zu platzieren. Wobei das nicht wirklich einen Sinn erfüllt, oder? Das Dach ist irgendwie ein bisschen zu klein. Also die Idee verstehe ich, aber ist jetzt... Hm. Oder soll es einfach nur Deko sein? Also das Dach dient es auf jeden Fall nicht. Wenn es regnet, wird man trotzdem nass. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir Roden oder kleiner Panda. Ah, auch einen gefangen. Beimachen. Ich bin der Tierretter. So, da sind sie, die kleinen Süßen. Quietsch, quietsch. Viel Spaß, ihr Kleinen. So, haben wir auch nochmal einen Wasserverlauf. Ich glaube, du willst wirklich so verbundene Wasserverläufe machen. Ja, das ist teilweise echt ein bisschen anstrengend. Ich kenne das. Das auch schon öfter gemacht. Aber es geht. Man muss sich ein bisschen damit zusammen, also ein bisschen beschäftigen mit. Dann kann man das eigentlich relativ gut machen mit diesen verbundenen ja, Wasserläufen. Also dass das Wasser sozusagen optisch von hier oben nach hier unten fließt. Das kann man eigentlich ganz gut hinbekommen. Musst du auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber coole Idee, dass man hier so ganz hoch kann in das Gehege.
Das kann auch mal ein richtig cooles Gehege werden. Muss nur ein bisschen Arbeit reinstecken. Die Idee ist nice, dass man von hier unten hoch kann und dann hier oben dieser Wasserverlauf runterläuft. Und da unten ist nochmal eine Höhle drin. Hier schwimmt auch ein bisschen was. So. Waren wir hier schon? Nee, waren wir auch noch nicht. Boah, dein Zoo ist halt riesig, ne? Ist nochmal ein Tiger. Hatten wir nicht schon ein Tigergehege? Gibt es verschiedene Tigerarten? Ich weiß es nicht. Ist auch nochmal ein Gebäude. Ja, ich glaube, das ist auch Workshop. Aber macht nichts. Mit Unterschlupf. Mit Unterschlupf. Da sind auch gerade die Tiger drin. Sind das andere Tiger oder sind das die gleichen? Sibirischer Tiger. Ich weiß nicht, ob es unterschiedliche gibt. Kein blassen Schimmer. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oh, aber die Ideen verstehe ich schon. Ist auch cool, hier nochmal so einen Platz zu bauen. Aber ich würde hier die Scheiben so ein bisschen mehr abrunden und den Weg anpassen. Du hast hier schon abgerundet, aber ich würde das noch ein bisschen galanter hier rumführen, sage ich mal. So, und hier waren wir schon. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Falls ich irgendwas übersehen habe, seien wir bitte nicht böse. Aber das ist sehr verworren hier alles. Ich weiß nicht, ich glaube, du solltest auch nochmal das Wegenetz ein bisschen überarbeiten. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr verwirrend. Beziehungsweise du könntest auch mit Wegweisern arbeiten. Ich glaube, das könnte auch helfen. Wenn man das hier vernünftig ausschildert und so, dann könnte das auch ganz gut klappen. Also du hast noch viel Arbeit auf jeden Fall vor dir. Aber es hat mir trotzdem wieder sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Tamara fandet. Zootamia hieß er, glaube ich. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, dann unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Bringt aber ein bisschen Wartezeit mit, habe ich ja schon am Anfang des Videos gesagt. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.